Wenn man es jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, was sind so die häufigsten Bedenken, Einwände, die du so bekommst von deinen Auftraggebern oder potenziellen Auftraggebern? Manchmal haben sie eine eigene Bildungsplattform, die genutzt werden soll oder muss. Ja, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, den Content unabhängig von unserer Zusammenarbeit zu verkaufen. Das ist dann natürlich aufwendiger, weil dann kauft man es nicht per Knopfdruck ein, sondern es muss dann in eine andere Plattform eingespielt werden. Ansonsten, manchmal haben sie das Geld nicht. Ja, also wenn wir jetzt nur von einer Gruppe sprechen mit 10 Personen und die gehen von 2.000, 3.000 € aus und ich sage, naja, kostet aber 10 mal 490, dann ist es halt ein höherer Betrag. Bei größeren Gruppen wird die Relation ja besser durch diese Form des Lernens, durch die multiplikative Form des Lernens. Aber bei kleinen Gruppen ist es oft ein höherer Geldbetrag. Weil bei 10 Leuten rechne ich auch noch einen Tagessatz ab. Ab 15 ist der Tagessatz in der Regel drin. Sprich, wir sprechen schon von einer Verdreifachung des Investments. Und manchmal haben sie das Geld nicht oder das Budget einfach nicht dafür. Und das ist dann manchmal tatsächlich eine Hürde.